Ja, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Nicht ohne Grund steht dieser Artikel für mich an erster Stelle, weil sich alle Menschenrechte und alle Frauenrechte und Kinderrechte auf diesen einen Satz berufen. Für mich ist es unheimlich wichtig, dass jeder Mensch das Recht hat auf eine faire Gerichtsverhandlung, da es für mich einfach überhaupt nicht geht, wenn Menschen willkürlich verhaftet werden aufgrund von Presseäußerungen oder sonstigem. Für das Recht, mein Land immer verlassen zu können und auch zurückzukehren, und bedeutet für mich die Möglichkeit, immer neue Perspektiven einzunehmen und in einer globalisierten Welt teilzuhaben. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, egal wo und wann. Das bedeutet für mich, dass ich mein Leben selbst bestimmen kann. Jeder Mensch hat das Recht darauf, an das zu glauben, was er möchte. Menschen sollten nicht auf Grundlage ihrer Religion bewertet oder eingestuft werden. Denn jeder Mensch, unabhängig von der Religion oder vom Aussehen, kann erfolgreich werden und etwas schaffen. Manche müssen sich fortbewegen, weil sie gezwungen sind. Manche tun es aus eigenem Willen. Und in unserer heutigen Zeit, denke ich, ist die Welt von Diversität und Flexibilität geprägt. Und dementsprechend sollte jeder das Recht darauf haben, nicht nur innerhalb eines Staates sich zu bewegen, sondern auch grenzüberschreitend. Jeder hat das Recht auf Bildung. Gerade als angehende Lehrerin finde ich diesen Artikel besonders wichtig, weil eine gute und gesicherte Bildung eine wichtige Voraussetzung für die Zukunft ist.